Moin! Wir haben uns hier zu perfektem Greifswalder Frühlingswetter versammelt und begrüßen hier die neuen Erstis zu Beginn der Erstiwoche vor der Mensa. Und jetzt versuchen wir mal ein paar Erstis vor die Kamera zu kriegen. Attacke! Let's go! Unsere Direktorin, Frau Professorin Dr. Riedl, ist übrigens auch dabei. Wir werden mal ein paar Ärzte fragen, ob sie diese Frau schon kennen. Wie heißt du, was studierst du und warum bist du hier in Greifswald? Also ich bin Josie und wir studieren Jura. Ja, genau. Ja. Ich bin Angelique. Hallo, ich heiße Elisabeth. Ich studiere jetzt Pharmazie. Ich habe davor aber Mathe studiert und ich bin hier, weil es nah war. Also ich komme aus Stralsund. Ach so. Es war direkt um die Ecke, aber... Es ist natürlich auch sehr wie meine Heimat, also wie Stralsund. Und es ist nah am Wasser und ich kann nicht weg vom Wasser. Nicht vom Wasser weggekommen? Nee, ich komme nicht weg vom Wasser. Man will auch nicht vom Wasser weg. Nee. Und wie lange seid ihr jetzt schon in Greifswald? Seit Januar. Also eigentlich fast das ganze Leben so. Achso, du kommst aus Greifswald? Ja. Kannst du Greifswald schon vorher, dadurch, dass du jetzt in der Nähe warst, oder hast du es jetzt das erste Mal so für dich ein bisschen entdeckt? Also ich kannte es vorher schon teilweise, weil meine Großeltern halt hier auch wohnen. Mhm. Aber ich habe es halt nochmal quasi jetzt anders entdeckt, so ein bisschen auch halt mehr das Studentenleben, dadurch, dass ich jetzt hier studiere, genau. Ja. Warum habt ihr euch für Greifswald entschieden? Weil es NC frei ist. Keine Ahnung, eigentlich will ich hier weg. Also, oh Gott, warum? Ja, ich lebe halt schon zu lange hier, so ist es langweilig. Aber zum Studium habe ich gedacht, bleibe ich doch hier, ich habe hier noch Familie, Freunde und ich hau danach halt ab, so. Hast du denn schon irgendwelche Klischees von Greifswald oder von dem Studiengang gehört? Also ich habe gehört, dass manchmal Pharmazeuten vielleicht eine leichte Bubble sind, aber bis jetzt alle super offen, also kann ich jetzt eher nicht. Dann kannst du natürlich gerne versuchen, diese Bubble zu durchbrechen und ein bisschen was zu kommen. Immer, mache ich. Dass es sehr eintönig sein soll. Also ich hatte ganz viele Streber im Kopf, irgendwie ein bisschen. So, also eigentlich ist Jura ja ganz cool, aber oh, ich weiß nicht, ich stelle mir vor, da muss man schon echt fleißig sein so. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Aber mal gucken, ich einfach probieren. Also ich freue mich. Was sind denn deine Hoffnungen vom Studium oder generell vom Leben hier in Greifswald? Was sind so deine Erwartungen? Erstmal, dass ich das Studium schaffe. Hoffentlich. Das wäre schon mal ganz gut. Das wäre super. Aber auch, keine Ahnung, halt soziale Kontakte bekommen, die dann halt auch halten und Freunde finden, die halt so, keine Ahnung, schöne Scheiße mit einem bauen. Weil für so einen Kack bin ich immer offen. Ich hoffe einfach, es wird eine lustige Zeit und dass ich, obwohl es halt ein sehr, sehr stressiges Studium ist, dass ich halt trotzdem noch Zeit finde, quasi Spaß zu haben und, keine Ahnung, die Stadt noch ein bisschen besser kennenzulernen, auch historisch gesehen, weil das weiß ich jetzt halt noch nicht so viel darüber. Ich bin Philipp und vom FSR Jura. Ja, was machst du heute hier? Wie laufen die Vorbereitungen? Ja, wir hatten ja gerade erst die Begrüßung. Erstens waren nicht so zahlreich vertreten wie gewünscht, aber ist schon okay. Und wie waren so die drauf, die hier waren? Ja, sehr aufschlussreich und waren alle super nett und super freundlich und man hofft auch das Beste. Und was ist eure Aufgabe als Tutoren? Die Aufgabe, also erstmal natürlich den Erstis die Stadt zeigen, die Uni zeigen, die Uni näher zu bringen, was das Wichtigste ist und die vor allen Dingen in den ersten Wochen zu begleiten, denen beim Studienalltag zu helfen, aber eigentlich auch das ganze Semester Fragen zu beantworten, rund ums Studium, aber auch rund ums Leben in Greifswald allgemein. Darüber hinaus dann natürlich auch einfach denen so zu zeigen, wie fühlt man sich insgesamt im Jurastudium, weil es ja natürlich auch ein sehr langes Studium ist und sehr kompliziert ist. Und das Ganze so ein bisschen nahbar zu bringen, dass man halt jetzt die ersten Kontakte zu höheren Semestern knüpft und dann halt weiß, in welche Richtung es hingeht, wo geht die Reise hin und wie gestalte ich mein Studium am besten, welche Profs sind ganz gut, wer mag welche Sachen gerne bei Themenbereichen und sowas, dass man da mal helfen kann und vielleicht auch Begeisterung schüren kann. Okay, du hast jetzt die Möglichkeit, deine Weisheit als älterer Studierender zu geben und den Erstis ein paar Tipps zu geben. Das Dümmste und Beste, was man sagen kann, einfach mit Leuten anfreunden. Einfach alle Veranstaltungen wahrnehmen, die es gibt. Alles das machen, was irgendwie an Kommilitonen ranbringt. Einfach alles mitnehmen, was zu geben. Lernt Leute kennen, so viele Leute wie möglich. Das erleichtert ein Studium und auch das Leben allgemein, würde ich jetzt mal sagen, ganz spontan. Und auf jeden Fall ruhig bleiben, entspannt bleiben. Das Studium ist hart und schwer, aber es ist am besten machbar, wenn man sich selber genug Raum gibt, um auch gut zu lernen, gut zu funktionieren und
sich nicht zu hohe Ansprüche direkt sofort selbst stellt, sondern sich Zeit gibt. Das finde ich so. Wie liefen denn bisher die Vorbereitungen so für den heutigen Tag? Die Vorbereitungen liefen super. Wir haben uns vorgestern getroffen, um die Beutel zu packen. Es haben sehr viele unterschiedliche Organisationen in Greifswald Sachen gespendet, was uns echt gefreut hat. Unter anderem ist ein Strandtuch auch vom Aster dabei, auf das sich die Erstis freuen können. Ja, und sonst heute ist ein großes Team vom Aster da, um die Tüten auszuhändigen. Wie war denn der Anrang bisher? Wie sind die Erstis drauf, die heute zu euch kommen? Die Erstis sind gut drauf. Wir haben einige Gespräche mit ihnen führen können. Unter anderem haben wir auch schon die ersten Probleme und Sorgen uns angehört und lösen können. Leider war der Andrang noch nicht so groß. Ich glaube, einige Erstis sind noch gar nicht in Greifswald, einfach weil die meisten Mietverträge erst zum 1. vom nächsten Monat starten. Das wäre dann der Freitag. Aber ja, bislang sind wir trotzdem ganz positiv. Was können denn die Erstis machen, die es heute noch nicht geschafft haben, herzukommen durch den Umzug? Wir haben uns überlegt, dass wir einige der Beutel zurück ins Asterbüro schleppen werden. Das heißt, Erstis, die jetzt noch nicht da sind, können zu uns ins Büro kommen, am besten vormittags, und sich noch einen Beutel abholen. Also wir haben jetzt noch die One-Million-Dollar-Frage für euch. Und zwar, kennt ihr diese Person? Nein, leider nicht. Ich habe keine Brille auf. Nee. Hat die keine Ahnung, wie das sein könnte? Nee. Also du kannst ein bisschen mutmaßen, wer das sein könnte. Jemand von der Uni? Ja. Vorstand oder irgendwas? Prinzipiell wahrscheinlich eine wichtige Person. Rektorin der Uni, der gleichen. Genau, das ist unsere Rektorin. Ah, ja. Also Gesicht merken auf jeden Fall. Okay. Trifft man dann im Kreisfeld auch mal öfter. Ja, im Kreisfeld trifft man ja jeden. Genau. Ich heiße Caro. Caro. Mit C. Mit C. Ich bin Caro mit C und ich komme tatsächlich von der Kiste. Okay. Ich kann euch super cool Veranstaltungen in der Kiste vorstellen. Die Kiste ist eigentlich der coolste Studentenclub in Greifswald. Ich meine, er ist ein bisschen außerhalb. Der Geokeller und andere Clubs sind hier in der Nähe, aber der Kiste ist ein bisschen in Schönwalde. Aber da wohnen sowieso die meisten Studenten. Deswegen, okay, wir haben die coolsten Veranstaltungen. Wir haben Pubquiz, wir haben unterschiedliche Veranstaltungen für alle möglichen Leute, die verschiedene Geschmäcker haben. So. Karaoke. Karaoke ist meine Lieblingsveranstaltung. Ich liebe Karaoke. Deswegen kommt vorbei. Ihr könnt singen mit einer Band am 2.4. oder irgendwann später, 1. des Monats. Super cool. Kommt vorbei. Hört auf Caro mit C von der Kiste und schaut vorbei. Genau. So Leute, das war's mit unserem kleinen Video hier zur heutigen Ersti-Begrüßung. Leider war der Andrang von Erstis nicht ganz so groß wie in den anderen Jahren. Dennoch hoffen wir, dass wir ein paar coole Impressionen für euch einfangen konnten. Wir haben uns gefreut, ein paar von euch kennenzulernen und wünschen euch und allen anderen Studierenden einen schönen Start ins Semester. Für die Erstis, nutzt am 2.4. auf jeden Fall den Markt der Möglichkeiten, um die lokalen Vereine hier in Greifswald etwas kennenzulernen. Und nutzt vor allen Dingen am 9.4. das Mediencafé der Moritz Medien, um die coolen Medien kennenzulernen. Wir freuen uns auf euch. Wir zählen auf euch.